Guten Abend, Leute. Aber liebe Freunde und Freundinnen, lassen Sie uns oder lasst euch zuerst auffordern zu einer Schweigeminute für die Opfer dieses hinterhältigen Anschlages beim Konzert der Popsängerin Ariana Grande in Manchester. Denkt einmal eine Minute darüber nach und über die Opfer. Ich glaube, die Minute ist rum. Zu Beginn möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Bernadek. Ich bin seit 2014 Abgeordneter im Europäischen Parlament und Mitglied der GUE-NGL-Fraktion, also der Europäischen Linken. Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute Abend für dieses Festival hier die Schirmherrschaft übernehmen zu können. Ich bin Menschen- und Tierrechtler und konsequenter Umweltschützer und ich setze mich im Europäischen Parlament gegen jedwede Diskriminierung, Unterdrückung und Ausbeutung ein. Liebe Freunde und Freundinnen oder umgekehrt, es hat definitiv einen politischen und gesellschaftlichen Rechtsruck in unserem Land, aber auch in vielen anderen Ländern der EU gegeben. Und ich frage mich, was geht in den Köpfen der Menschen vor, wenn sie mit der deutschen Reichskriegsflagge schwarz gekleidet und in Springerstiefeln gröhlend durch die Straßen ziehen und Flüchtlinge diskriminieren oder sogar angreifen. Was geht in den Köpfen der Menschen vor? Was ist mit dieser Gesellschaft los, dass es 2016 in Deutschland mehr als 3.500 Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte gegeben hat. Und jetzt denken wir alle, die Flüchtlingskrise wäre vorbei, aber in den ersten 3 Monaten dieses Jahres ist laut dem Bundeskriminalamt ist es zu 93 Attacken auf Flüchtlingsunterkünfte gekommen. Das entspricht im Durchschnitt ein Angriff pro Tag. Da ist doch nur noch Fremdschämen angesagt. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit ihrer Gründung mit rechtsextremen und rechtsextremen Parteien konfrontiert gewesen. Doch niemals zuvor war die Lage so ernst. Die rechte Szene wächst nämlich. Neonazis, Hasskommentatoren, Skins, Reichsbürger, Pegida, besorgte Bürger. Das rechtsextreme Spektrum reicht weit über die Radikalen und Verwirrten hinaus. Es hat sich leider eine gemäßigte Rechte entwickelt, die salonfähig geworden ist. Denken Sie nur daran, wie viele braune und dunkelbraune Damen und Herren sich mittlerweile im Europäischen Parlament tummeln, um ihr Gift zu verspritzen. Ihre Dogmen von nationaler Rückbesinnung, von notwendiger Abschottung Europas vor flüchtenden Menschen aus Krisengebieten und Hungergebieten in Nahost und Afrika und von dem Ende der EU. Niemand hat nach dem Zweiten Weltkrieg geglaubt, dass wir einmal in unseren Parlamenten solche Leute wiederfinden werden. Die EU hat keine Antwort auf dieses Phänomen und sie regiert auch noch falsch, indem sie die Zuwanderung von Menschen aus Kriegs- und Hungergebieten mit allen Mitteln zu vereiteln versucht. Also Öl auf dieses extreme und auf dieses extreme Feuer beziehungsweise auf dieses Kernthema der Rechtsextremen gießt. Man baut an der Festung Europa, man errichtet unüberwindliche Zäune, sowohl an den Außengrenzen als auch im Inneren der EU. Es wird schwadroniert
im äußersten Notfall sogar auf hilfesuchenden Menschen zu schießen, um ihr Eindringen zu verhindern. Man geht Deals mit diktatorischen Staaten ein, damit die Megalager errichten, um die Flüchtlinge von uns fernzuhalten. Was ist aus den humanistischen Werten Europas geworden? Liebe Gäste, liebe Freunde dieses Festivals, Rock gegen Rechts, wir dürfen nicht zulassen, dass Stimmung gegen Asylsuchende und Migranten gemacht wird. Wir dürfen nicht zulassen, dass aus der EU eine Festung Europa wird und alle moralischen Werte geopfert werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken, nur um ein Erstarken der ultrarechten und rechtsextremen Kräfte zu verhindern. Mir ist dieser Preis zu hoch. Und ich hoffe euch allen auch, ist euch dieser Preis zu hoch? Was sagt ihr dazu? Bleiben wir dabei! Refugees, welcome! Bleiben wir dabei! Wir müssen uns für die Menschen, die Hilfe bei uns suchen, stark machen und unsere Strategien überlegen, wie man die Diskriminierung und die Unterdrückung den Kampf ansagen kann. Wir müssen uns stark machen dafür. Wir haben die Wahl. Wir können ein neues Europa bauen oder unser Europa aufgeben. Ich sage, wir müssen Europa neu erfinden. Es ist offensichtlich, dass dies kein leichtes Unterfangen ist, aber es muss jetzt geschehen und es ist nicht unmöglich. Schaffen wir dies nicht, werden die rechtspopulistischen, rechtsextremen Kräfte siegen. Und eine Wiederholung der Geschichte ist nicht ausgeschlossen. Freunde, es braucht einen Aufstand der Anständigen. Es ist höchste Zeit für ein Europa des Mitgefühls und der Werte. Vergesst das nicht. Heute Abend können wir hier sein, weil wir diese Freiheit haben, hier zu sein und Rock gegen Rechts zu machen. Lasst uns mit dieser Veranstaltung ein klares Zeichen für unser solidarisches, offenes Miteinander gegen Rechts setzen. Ich zähle auf euch. Trier ist nicht rechts und wird niemals rechts werden. Und wir werden siegen! Bevor ich zum Schluss komme, mir ist noch etwas eingefallen. Bitte denkt auch einmal darüber nach, dass unser Blick über den Tellerrand der eigenen Spezies hinausreichen muss. Denn was der Mensch den Tieren antut, ist die schlimmste Form von Rassismus. Darüber sollten wir auch nachdenken. So, jetzt bin ich fertig und ich wünsche euch viel Spaß beim Rocken gegen Rechts und Rock und Rock und Rock gegen Rechts.